Ich bin Corinna Genschel, ich bin Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion Die Linke, mache da seit 9 Jahren so ein Büro, das heißt Kontaktstelle Soziale Bewegung, also ein Verbindungsbüro zwischen der Fraktion und der und sozialen Bewegung. Und ich glaube, ich bin hier eingeladen, weil ich eben auch in der Funktion der Kontaktstelle seit Jahren die Eurokrise, nicht ich die Eurokrise bearbeite, sondern ich mit sozialen Bewegungen in Deutschland und europaweit sozusagen versuche, Strukturen aufzubauen und Mobilisierung hinzukriegen und Antworten auf die Eurokrise zu bauen. Ich bin im Koordinierungskreis von Blockupy und mache sehr viel, was sich jetzt Blockupy International nennt. Dementsprechend passt natürlich die Cross-Solidarity-Tagung völlig zu meinen sozusagen Erwartungen und Wünschen, weil es ein Ort ist, wo mit verschiedenen lokalen Bewegungen, aber auch Bewegungen, die auf der europäischen Ebene aktiv sind, also dass die hier sind und dass man sich mit denen vernetzen kann. Ich hätte mir gewünscht, ich fand viele Sachen sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt von dem, was Eleni aus Athen und von Solidarity for All beredet hat. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr gewesen wären, die das auch hören können und hören wollen und man sozusagen größeren Austausch hinkriegt. Aber für mich persönlich war es jetzt sehr schön mit denen, die da waren, auch dann im kleineren Rahmen sehr viel intensivere Gespräche sozusagen zu haben.